Grüß dich, dazu ist ein bisschen was über den Stein. Ja, der Stein gehört eigentlich zum Literpunkturprojekt Wasser und Fels Gasteinertal. Wir sind da auf dem zweiten Chakra. Dorfgastein steht das zweite Chakra da. Diese sieben Chakren, die wir durchs ganze Tal haben, sind von einem Schüler von Marco Pogacznik gemacht worden. Der heißt Peter Frank. Ist mittlerweile schon fast, ja, 20 Jahre her. Und was aber da interessant ist, zum Gastein da zu den Chakren, dass die einzelnen Chakren des Tales, was von Anfang an von Klammstein weg bis nach Sportgastein eigentlich vorhanden sind, genau auch die verschiedenen Lebensbereiche von den Menschen mit einbeziehen. Und zwar Dorfgastein ist alle für die Versorgung des Tales zuständig gewesen. Der Bergbau im hinteren Bereich des Gasteinertals ist maßgeblich von Dorfgastein versorgt worden. Und somit das zweite Chakra müssen wir natürlich auch die Freude, die Lebenslust natürlich auch. Und Dorfgastein, der Stein ist für mich genial, weil man braucht gleich auf die eine Seite aufschauen, wir haben oben gleich da die Volksschule und den Kindergarten von Dorfgastein. Da unten ist sogar vorher noch ein Spielplatz gewesen, jetzt haben sie ihn da hochgelegt. Es ist eigentlich genau das, die Lebensfreude, die Lebenslust, wenn du die Kinder anschaust, wenn die rauskommen am Vormittag, da ist die Lust da, da ist die Lebensfreude da, die Unbeschwertheit. Und das ist eigentlich schon Dorfgastein auch. Dorfgastein hat aber auch ein sehr gutes Vereinswesen. Dorfgastein ist bäuerlich strukturiert. Wir sind keine Grossen, wie wir so sagen, Hofgastein und Bockgastein, haben auf die Dorfgasteine angeschaut. Ist aber gleich, weil wenn du selber stark genug bist, dann mögen die ruhig anschauen. Okay, und von daher gesehen, Dorfgastein ist meines Erachtens mindestens gleich wichtig, als wie die anderen Orte, weil es alles zusammengehört. Und man sollte das Ganze sehen, und es ist eigentlich bei uns erinnern, alles, ich sage mal, als ein Mikrokosmos. Das Gasteinertal ist in sich angeschlossen. Und das findest du bei wenigen Ortschaften oder Gebieten, wo das wirklich so stattfindet, dass du links und rechts die Bergaufe hast, hinten haben wir einen Talschluss und vorne eben die Klamm raus. Es ist ja genau die Klamm auch das, was ist ein Geburtskanal. Auch jede Frau weiß, was ein Geburtskanal ist. Wenn die Klamm raus, das ist der Geburtskanal. Wenn ich da aus dem Tal rausgehe, dann gehe ich in eine andere Weite. Und das ist eigentlich das, was der Peter Frank natürlich auch geschaut hat, dass er das zusammengebracht hat, den Energiefluss des Tales wieder zu fördern. Die Gaudi ist ja das gewesen. Warum ist denn das überhaupt entstanden, Prinz? Ja, wir haben drei Gemeinden und drei Kirchturmdenker gehabt. Da hat es Leute gegeben, die haben gesagt, das wollen wir eigentlich gar nicht mehr. Wir wollen schauen, dass wir es alle zusammenholen, dass jeder seine Berechtigung hat. Und da hat der Peter Frank einmal gesagt, er schaut sich das da an. Hat sich das angeschaut und ist draufgekommen, dass eigentlich der Energiefluss immer wieder gehemmt oder unterbrochen gewesen ist. Auch jeder hat seine Suppen gemacht und auch jeder hat auf den anderen ein wenig eine neue Schule geschaut. Und jetzt haben wir halt mit der Sache, dass das wieder hergerichtet worden ist, einen wunderbaren Energiefluss drin. Und dadurch merkt man das aber auch in der Gesellschaft als Gesamtes auch. Auch die Gastein-Tourismus-Gesellschaft zum Beispiel, was dann entstanden ist, ist nachher rausgekommen. Und deswegen gefällt mir das, dass ihr eh da unterwegs seid, weil ihr seid genauso Leute, die was ein wenig in die Richtung gingen. Und man weiß ja, der Weg ist das Ziel, sagt Goethe. Und deswegen ist ja wichtig, dass man nicht gleich die Schulklappen aufhält, sondern dass man ein wenig auf die Zeit schaut, ein wenig eingespürt. Und nehmt den Weg so, wie er ist und genießen. In dem Fall ein gutes Weitergehen, ein gutes Ankommen und eine gute Zeit.